In Südvietnam versuchen Rettungskräfte, einen 10-jährigen Jungen zu befreien, der in einem 35 Meter tiefen Rohr feststeckt. Seit Stunden gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Die Helfer wollten zunächst Erde rund um den Beton aufweichen, um das Rohr mit einem Kran aus der Erde zu ziehen. Die Versuche schlugen aber fehl. Das Unglück ereignete sich am Samstag in einem Baugebiet.